Herzlich willkommen zur aktuellen Sendung von DPT TV. Ich melde mich heute aus Wien, genauer gesagt aus dem Internationalen Zentrum, wo auch die Geschäftsstelle mich befindet, der Organisation der Vereinten Nationen, die sich spezialisiert hat auf Kriminalprävention und Drogenprävention. Das ist die UNODC. Und immer im Mai eines Jahres findet hier internationale Kommissionssitzung statt. Internationale Kommission für Kriminalprävention und Criminal Justice. Wir haben die Freude und Ehre, dieses Jahr eine Begleitveranstaltung bei dieser internationalen Konferenz anbieten zu können. Wir haben das organisiert in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft hier bei den UN in Wien, aber auch mit UN Habitat oder einer weiteren Organisation, die ich gerade erwähnte, UNODC. Beide sind unsere Partner. Es gibt aber auch NGOs, die Partner sind. Es gibt auch ein Spezialprogramm der organisierten Kriminalität, das heute in diesem Side-Event dargestellt worden ist. Im Einzelnen waren es Vorträge von Elena Abati, die arbeitet bei UNODC in Brasilien. Es war ein Beitrag von Juma Asiago. Er ist Projektmanager seit vielen, vielen Jahren und erfahrener Community-Spezialist bei UN Habitat. Es war Sirina Gastelum Felix. Sie ist Organisatorin der Global Initiative Against Transnational Organized Crime oder kurz GTOC, eine NGO, die sich seit vielen Jahren weltweit gegen das organisierte Verbrechen einsetzt und organisiert. Und es war ein Beitrag von Dr. Felix Munger. Er ist Generalsekretär des Canadian Center for Safer Communities. Diese Vorträge, sehen Sie eingeblendet, werden wir auch dokumentieren in den kommenden Wochen auf unserer Webseite. Schwerpunktthema war also insgesamt die kommunale Kriminalprävention und die Resilienz von Kommunen und Städten, wenn es um Kriminalprävention geht. Wichtig war uns auch, in einem Netzwerktreffen, das gestern stattgefunden hat, bei dieser Konferenz, die insgesamt die ganze Woche in Wien stattfindet, dass wir über die Zusammenarbeit, über die Verbesserung, die noch weitere Intensivierung der Zusammenarbeit gesprochen haben, zwischen nationalen Organisationen, zwischen Zivilorganisationen der Zivilgesellschaft, aber auch staatlichen und suprastaatlichen Einrichtungen. Und wir haben vor, diese Zusammenarbeit insgesamt zu festigen. Und UNODC und UN Habitat haben uns freundlicherweise sehr ermuntert, dieses auch zu tun und in den kommenden Jahren wieder vergleichbare Initiativen zu starten. Dabei wurde auch deutlich, dass wir zwei der Sustainable Development Goals der UN insbesondere im Blick haben. Das ist einerseits das Ziel 11, wo es um Sicherheit in Kommunen geht, und andererseits das Ziel 16, wo es auch um eine verbesserte Kommunikation aller Beteiligten und um stabile Organisationen geht, die sich für die Fortentwicklung und die Intensivierung der Kriminalprävention global einsetzen. Ich freue mich, dass drei unserer Referenten für ein kurzes Statement vor der Kamera bereit waren. Sie hören nun Beiträge von Juma Asiago, von Dr. Felix Munger und von Johannes Dehaene von UNODC. Juma Asiago from UN Habitat. UN Habitat's mission has been to promote sustainable urban development, in which safety is understood as a prerequisite of sustainable urban development. The gains in practice around prevention over the past three decades show that sustainability of cities is going to depend very much on how prevention is understood and presented and implemented. As a quasi policy of cities. UN Habitat's learning from this is that prevention has presented cities in a no one size fits all solution, but also has put cities in a perspective of people rather than people for cities. I would look today at the guidelines on crime prevention and the guidelines on safer cities as levers towards that city of the future that we're all looking for, that is socially cohesive and socially inclusive. The urban safety monitor that we are using is, in fact, for us, the way we look at municipalities, improving the consistency and quality of prevention policy and programming. And that could be a way in which citizens also improve the local governance of safety.
So what's the 2030 agenda for sustainable development, and particularly the SDG 17 that calls for global partnership initiatives? The Secretary General of the UN has called for a one UN approach. Prevention has over the years been led by UNODC, and what agencies like Youth Habitat are now doing is to consolidate prevention work at a global level, moving away from multilateralism to country-led specific actions. So countries like Canada, Germany, who seek to have the best practices and cities in those countries that have accumulated prevention over the years to now start taking the global lead and to move and advance themselves as centers of excellence with the UN in the back supporting them to sustain the efforts around prevention. I am Felix Munger, and I work for the Canadian Centre for Safer Communities, also known or formerly known as the Canadian Municipal Network on Crime Prevention. We are a national organization that helps cities increase safety, both cities and smaller communities as well. So we focus on local safety, helping native safety. And I repeat that. We help cities increase local safety through technical assistance and evidence-based practice. The organization that now represents about 150 communities across Canada was originally about 20 years ago built by practitioners for practitioners as a form of coming together and creating a community practice to exchange ideas. And in the same spirit, I'm really glad to have this partnership with the Deutsche Präventionstag. So have an opportunity to learn from an organization like yours and many others, but specifically your organization, to learn from your expertise, from your experiences that you've had for the past, I think, about 30 years. So it's in the same spirit of being able to come together and then also be able to have a session at the UN that you've organized let me just continue this. In the same spirit of bringing practitioners together, this relationship with the Deutsche Präventionstag is really important for us because it helps us exchange and hear from others just like you to get a sense of what you're doing, how you're doing things, for us to do better and to be also involved and learn from international folks. So thank you for the invitation to participate in this in the summit at UN. My name is Johannes De Haan. I work at UNODC, the UN Office on Drugs and Crime. As UNODC, our mission is to make the world safer from crime, violence, drug use. And for that, we believe that prevention should be really at the fore of our efforts. Traditionally, we have been focusing a lot on criminal justice responses to crime and violence, but we also need to devote more attention to identifying the risks, factors, and the root causes, drivers of crime and violence to take proactive action. It is very clear that member states agree that it's not a task of the police or criminal justice system alone. We need partnership, we need to work with different sectors of government, education, social services, child protection, to address risk factors, reduce them, and to support efforts towards sustainable development where we, you know, move towards a world safe of crime, violence, and drug use. So as you know, we see we're very happy that the UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice allows us to engage with member states, delegates from member states, but also practitioners, non-state actors, state actors, intergovernmental partners, and including with the Deutsche Präventionstag, where we, you know, form partnerships to get the best practices on prevention out there and to facilitate the distribution of those practices worldwide. Ein thematischer Schwerpunkt war auch die künstliche Intelligenz. AI, kurz abgekürzt, im Englischen sprechen wir von AI. Und das würde ich gerne nutzen, weil das immer deutlicher gesagt wird, dass wir uns darum auch kümmern müssen im Bereich der Prävention und der Kriminalprävention, dass wir als Deutscher Präventionstag eine neue Serie aufgelegt haben, wo wir informieren über aktuelle Entwicklungen von ChatGPT, über andere Formen der künstlichen Intelligenz.
Die erste Sendung haben Sie vielleicht schon wahrgenommen, war am Montag. Da ging es um KI und Gesundheitswesen. Die zweite Sendung wird nächsten Montag laufen und da geht es dann um Cyber Security. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute aus Wien. Ich wünsche Ihnen eine weitere gute Woche. Frohe Pfingsten und vielleicht sind Sie nächste Woche wieder dabei. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich. Tschüss.